Hallo, wie geht's dir in der Liebe? So begrüßte ich letztens einen guten Bekannten. Willst du das wirklich wissen? Meinte er. Momentan ist es sehr schwierig. Wenn ich mich öffne und für etwas Ernsthaftes bereit bin, zieht sich die Frau zurück. Wenn sich eine Frau mir öffnet, dann merke ich nach einer Weile, dass es eigentlich gar nicht mehr passt für mich. Warum ist das so? Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Ja, warum ist das so? Es ist die Angst vor der Liebe. Einer gibt immer mehr und der andere zieht sich zurück. Und oft ufert es in ein Wechselspiel aus. Ein sich immer wiederholendes Muster. Nach der 2- bis 3-monatigen Kennenlernphase verläuft das Ganze wieder im Sand. Die anfängliche Begeisterung wird zu einer freundschaftlichen Ebene, aber mehr entwickelt sich nicht. Viele Singles stoßen an ihre Grenzen und sind mit einer Art Selbstsabotage unbewusst bestens vertraut. Denn kurz bevor die Partnerschaft wirklich intim wird, wird sie beendet. Kurz bevor man sich Glück erlaubt, wird man plötzlich krank. Das Empfinden eines unangenehmen, komischen Unwohlseins und der Gedanke, wieder nach Freiheit, kommt zum Vorschein. Unverbindliche, oberflächliche und lockere Begegnungen sind halt einfacher. Warum? Um der Angst vor der Liebe nicht ins Auge blicken zu müssen, da die eigenen Schmerzpunkte angetriggert würden. Manche haben den Mut gefunden, in eine Beziehung zu gehen und bleiben dabei auf Distanz. Sie legen fest, wie nah ihnen ihr Partner kommen darf, und wird diese Grenze überschritten, dann flüchtet man und oft auch in eine neue Partnerschaft. Die dahinterstehende Angst, nämlich die Angst vor Nähe und Intimität, bleibt dadurch verborgen. Betroffene wissen oft gar nicht, dass es diese unbewusste, tief liegende Angst gibt, die sie an einer wundervollen Partnerschaft hindert, die Vertrauen und Geborgenheit verspricht. Sie stecken Grenzen fest, um keine persönliche Einengung erfahren zu müssen, und schon gar nicht wollen sie darüber reden, was sie wirklich beschäftigt. Es sind bestimmte Verhaltensmuster, wo sich das Ego vor der Liebe schützt. Denn die Liebe führt zur Wahrheit, und die Wahrheit führt zur Erkenntnis, wer du wirklich bist. Ist es nicht doch verwunderlich, dass sich jeder nach Liebe und Zuneigung sehnt? Die Grundbedürfnisse vom Menschsein, diese Urkraft der Liebe, die alles in den Schatten stellt. Doch wie kann man diese Herzmauer durchbrechen? Ja, dazu gibt es ein paar Ratschläge. Jedoch ist die Grundvoraussetzung, dass man sein eigenes Muster erkannt und akzeptiert hat und im Anschluss gewillt ist, diese Angstbarriere zu durchbrechen. Der Anfang liegt immer bei einem selber. Erstens, erkenne deine Angst und stelle dich dieser, gehe auf sie zu. Von woher rührt die Angst? Was glaubst du, aufgeben zu müssen? Stammt da eine Verletzung aus vergangenen Beziehungen, wo du Ablehnung erfahren hast und keine wertschätzende Haltung vorhanden war? Und da sind wir schon beim zweiten Punkt. Eine neue Partnerschaft darf auf keinen Fall mit einer alten Partnerschaft verglichen werden. Jede Begegnung ist einzigartig. Die neue Partnerin oder der neue Partner ist nicht deine Vergangenheit und es wäre unfair, diese vorhandenen Ängste auf diese neue Partnerschaft zu übertragen. Nun, der dritte Punkt. Sprich über deine Werte in einer Partnerschaft und tritt dafür ein. Man braucht sich nicht anzupassen, um geliebt zu werden. Bleib bei deiner klaren Linie und verstricke dich nicht so sehr mit den Problemen und Ablenkungen deines Gegenübers.
denn das sind schlichtweg oft Ausreden, um die Intimität von sich fernzuhalten. Durch diese Verstrickung verlierst du deine Energie und merkst nicht, dass du eigentlich dein eigenes Leben vernachlässigst. Wo wir nun beim vierten Punkt ankommen. Übernimm Verantwortung für dich selbst. Gehe deinen Interessen nach und pflege deine Kontakte, damit du dich nicht selbst verlierst. Dein Selbstbewusstsein ist nicht abhängig von der Liebe und Anerkennung deines Gegenübers. Das Thema Angst vor der Liebe ist eine höchst persönliche Angst vor emotionaler Abhängigkeit, Kontroll- und Freiheitsverlust und vor Liebeskummer. Fast jeder Mensch ist heute von diesem Bindungstrauma betroffen. Für die negativen Erfahrungen mit Nähe und die Verletzungen aus der Vergangenheit gibt es ganz wunderbare Tools, wie zum Beispiel versteckte Emotionen im Körper auflösen, die tiefgreifende Transformationsprozesse einleiten können. Dafür kann man gerne Hilfe in Anspruch nehmen. All den Männern und Frauen, die ihren Leidensweg schon lang genug gehen, möchte ich Mut zusprechen. Gelingt deine Partnerschaft, dann ist es das Um und Auf, über die eigene Befindlichkeit zu sprechen, auch über die Angst. Was macht die Angst in deinem Körper? Wo liegt die Blockierung? Sprich, mein Kopf denkt gerade das, Mein Herz fühlt gerade zum Beispiel Traurigkeit. In meinem Körper spüre ich gerade das Gefühl der Enge, der Ohnmacht, des Ausgeliefertseins, was auch immer. Meine Gedanken kreisen um Auch positive Gefühle können mitgeteilt werden. Man merkt schon, es ist der Körper, wo all die Geschichten aus früheren Zeiten, auch aus der Kindheit, gespeichert sind. Ein stilles Zuhören und ein ehrliches Mitteilen schafft einen sicheren Rahmen und die persönliche Erfahrung, egal was in mir ist, ich darf so sein. Es entspannt und harmonisiert das Nervensystem. Ich denke, wenn beide Beteiligten bereit zu einer ehrlichen Kommunikation sind, dann sind dies die besten Therapeuten zu ihrer ganz individuellen Heilung, wenn dieses Portal zum Herzen geöffnet wird. Das Herz wird immer weiter und offener für die Liebe und die Ängste und Blockaden lösen sich auf. Was hat man schon zu verlieren, wenn der Erfahrungsschatz dadurch weiter und größer werden kann? Man kann nur der Gewinner sein. Wenn dieser Schatten bewältigt wird, dann sind Mann und Frau König und Königin. Das persönliche Glück beginnt dort, wo man der Angst in die Augen blickt, das Ego auf die Seite stellt und sich öffnet für die Liebe. Denn in der Liebe, da ist man einfach, ohne Bewertung des Egos. Beginne deine Einzigartigkeit zu akzeptieren und zu lieben. Zeige dich authentisch für die Chance auf ein echtes, wahres Kennenlernen, das dich in eine erfüllende Partnerschaft hineinführt. Die Liebe deckt Wahrheiten auf und holt jegliche Enttäuschung ans Licht. Und wenn zwei Menschen sich das Vertrauen schenken und gemeinsam daran arbeiten, dann tut dieses Paar enorm viel für sich selbst und auch für das gesamte Kollektiv. Eine wahre Beziehung kann sich nur auf Wahrheit begegnen, wo man ehrlich zueinander ist und von Herz zu Herz. Da gibt es einen guten Spruch noch zum Abschluss. Wer seinen eigenen Wert erkennt, nimmt lieber in Kauf, den anderen zu verlieren, als sich selbst zu verlieren. Du hast die Wahl. Öffne dich für die Liebe. Entscheide dich dafür. Und das wünsche ich dir aus tiefstem Herzen. Alles, alles Liebe. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button
und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.